So, hallo und herzlich willkommen, hier ist euer TCG-Channel, wieder mit mir, dem Marlon. Ja, ich habe mal ein sehr, sehr interessantes Deck für euch gebaut. Und zwar ist das Thunder Dino Chaos Todfeind. Klingt erstmal völlig bekloppt, aber das Deck funktioniert tatsächlich. Ich habe damit das letzte Wochenende gespielt, wollte das Wochenende eigentlich dann schon hochladen, aber da kam mir was dazwischen. Ja, für die Leute, die es interessiert, auch dieses Wochenende haben wir bei Itemstar wieder Turniere. Organisator bin ich, der Laden selber darf es leider noch nicht machen und wir würden tatsächlich auch gerne eine Sneak anbieten. Wer da mitmachen möchte, kann sich da näher beim Laden selber informieren. Die haben die genauen Infos, wie das abläuft. Und ja, starten wir mit dem Video. Einmal, damit ihr weiß, was das Ganze ist. Warum baut man ein 60-Karten-Deck, wenn es an sich nicht notwendig ist? Das ist relativ einfach. Wenn man Karten hat, die in dem Deck bricken, dann spielt man mehr Consistency-Karten, kommt deswegen auf über 40 und dadurch ist das Deck dann insgesamt konstanter. Also, wir spielen 3 Oviraptor, das ist offensichtlich kein Brick. Wir spielen 3 Faschidos, offensichtlich auch kein Brick. Wir spielen 3 Babysaurier, weil es auch kein Brick ist. Und dann spielen wir einen Archosaurier. Ist auch nicht unbedingt ein Brick, aber man will ihn auch nicht immer ziehen. Ich sag mal so, den willst du eigentlich nicht normeln, den willst du durch einen Faschido aus dem Deck holen. Deiner Elo, da genau dasselbe, auch den willst du nicht normeln und Riesenrex, genauso. Das ist nicht die Normal, für die wir gucken, sondern das sind die Karten, die wir im Deck haben wollen, um dann von ihnen von dort aus zu arbeiten. Genauso verhält es sich mit diesen beiden Bossmonstern, das einmal der Quadlus, den wollen wir im Deck haben, um ihn mit der Pille zu holen, oder eben halt der Tyranno. Ist klar soweit. Das ist erstmal so die Dino Engine von den Monstern her. Daneben haben wir dann natürlich die Thunders. Da ist der Batteriemann natürlich eine schöne Normal. Und der Donnerdrache selber ist ein Plus 1 und erhöht die Konsistenz des Decks. Gerade weil wir mit Chaos Zone und so weiter spielen, dann ist es natürlich ein netter Discard. Dann 2 Raw, weil man will Raw, Dark und Matrix nicht immer ziehen. Will man nicht. Die Karten sind nicht schlecht, gerade in Kombination mit Allure, zumindest für die beiden hier. Aber an sich brauchst du sie nicht immer. Wenn du mit einem Batteriemann als Normal startest und die anderen noch im Deck hast, ist es das Beste, was du machen kannst. Darüber hinaus spielen wir einen Hawk. Weil diese Batteriemann-Hawk-Kombo brauchen wir nicht zwingend. Sie ist nicht schlecht, ja, aber mit den Chaos-Karten geht das halt wesentlich besser. Und ja, einen sollte man auf jeden Fall spielen, aber mehr ist nicht notwendig, auch bei 60 Karten nicht. Das ist dann Thunder Engine, wenn man sie als Engine bezeichnen möchte. Dann kommen die Chaos. Da spielen wir 2 Chaos Schöpfer, 2 Valkyria, eine Kollapsschlange, ein Wyvern Buster und ein Levianier. Ich habe vorher 3 Levianier gespielt, weil ich die Karte einfach nicht schlecht finde, aber man braucht an sich nicht mehr. Einer ist völlig ausreichend. Und dann spielen wir noch eine Todfight Engine, beziehungsweise das ist jetzt erstmal die Chaos Engine. Dann spielen wir eine Chantos, eine Flagge und ein Korridor. Wir haben relativ viele verschiedene Typen in diesem Deck. Wir haben sowieso Dinosaurier, Donner, Drache. Wir haben aber im Extra-Deck zum Beispiel auch noch Cybersmonster oder Feen oder ähnliches der Art. So, das heißt, wenn wir im Game 2 oder Game 3 gegen Gegner First gehen, und das spielt jetzt zum Beispiel, boah, das kann ja alles Mögliche sein, ne? Egal was er spielt, wenn wir den Typen haben, dann können wir den selber sprengen und der Gegner kann diesen Typen nicht mehr beschwören. Also es ist an sich eine ziemlich nice Engine. Und gerade deswegen würde ich sie halt auch spielen, je nachdem gegen was man spielt. Zum Beispiel, wenn du weißt, der Gegner spielt safe auf die Needle Fiber Combo, dann beschwörst du halt selber am Ende deines Zuges Monster von Typen Maschine. Kannst ja zum Beispiel Jet Synchron vom Friedhof wiederholen. Den sprengst du dann und der Gegner kann komplett seine Fiber-Kombo vergessen. Beziehungsweise Crystron, Hulk wie Firebrax, ja. Aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist die Todfeind-Engine. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Startup, was an sich auch für die Consistency ist. Und da kommen wir dann sogar schon in die Zauber und Fallen mit rein. Und das ist ein Schnellzi-Synchron und ein Jet-Synchron. Schnellzi-Synchron spielst du, wenn falls deine Normal, falls du dadurch nicht, weil der Gegner irgendwas negiert hat, eben halt auf Hulk wie Firebrax kommst und die 3 Stimmen unterstützen das, da kannst du dir halt suchen, je nachdem was du gerade brauchst und du kannst eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen, je nachdem was du willst, ist das sogar eher ein Vorteil als ein Nachteil, ist klar. Das ist im Prinzip das Synchrons Package. Boah, kommt gar nicht mehr aufs Bild mit drauf, aber ist egal.
Dann Zauberkarten, natürlich auch Consistency, genauso wie unsere drei Stimmen. Fossile Grabung, dreimal Chaos Space und dreimal Verlockung der Finsternis, dass du so ungefähr 12 Consistency-Karten im Deck hast, die allein schon Zauberkarten sind. Und darüber hinaus sehr viele Normals, die auch dafür sorgen, dass es alles One-Card-Kombos sind. Daneben hast du dann die Karten, die dafür sorgen, dass das Deck einigermaßen funktioniert vom Endboard her. Also, das ist nichts, womit du starten möchtest, das ist das, was du am Ende des Zuges haben willst. Das ist eine Double Evolution Pill, zweimal. Zweimal Donnerdrachen Fusion und dann One-Offs, ein One-for-One, ein Goldsack und ein törichtes Begräbnis. Sachen wie Twin Twister oder so kann man hier auch noch mit reinbauen. Das hängt aber von der Local ab, auf der ihr spielt. Und ich selber würde sagen, das sind Karten, die kann man in Zweifelsfalle oder sollte man, wenn man sie nicht mehr spielt, einfach ins Side-Deck packen. Dann zum Extra-Deck. Wir spielen einen Apollosa. Wir spielen einen Mech-Ritter Crashadia Aframax. Ein Kaliber-Schwert und einen Sayulia. Sayulia bauen wir relativ gerne, weil die meisten gehen ja in die Needle-Fiber-Kombo rein, um dann auf Aurorodon mit Boros Savage und ähnlichem zu enden. Wir tun das nicht. Wir spielen die Needle Fiber Combo nur, um in Sayulia reinzugehen oder in Apollosa, je nachdem, was uns je nach Lage, die wir gerade haben, für sinnvoller erscheint. Und aufgrund dessen, ja, sage ich mal so, gerade weil man noch, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Starthand, wir haben jetzt einen Oviraptor und wir haben einen Batteriemann. So, Oviraptor geht auf Sayulia drauf, hast dann die ganze Funda, hast dann die ganze Dino schon im Grave und eine Pille. Und dann kannst du durch Sayulia dann den Batteriemann von der Hand specialen und dann eben halt dann weiterspielen. Also es macht ganz viel Spaß, den Haufen nicht zu spielen, gerade weil der Gegner in der Regel nicht weiß, an welcher Stelle er wo welche Handtrap zu schmeißen hat. Einfach weil das Deck fast nur aus Extendern besteht. Dann spielen wir eine IP Mascarina, eine Werte Anaconda, ein Link Kuribo, ein Needle Fiber und natürlich noch ein Link Cross. Das ist so das Link Line-Up, sind insgesamt 9 Stück. Dann spielen wir einen Formel-Synchron und einen Metal Marcher. Wie gesagt, wir wollen nur auf Sayulia damit gehen, deswegen brauchen wir nicht mehr Synchro-Monster, auch wenn wir mehr spielen könnten, wenn wir wollten. Dann spielen wir einen Evosal Lagia und einen Dolka. Einfach damit die Vierer-Dinos, die wir spammen, auch relativ früh uns in die Gate geben für Nibiru oder ähnliches. Und dann noch 2 Donnerdrachen Titan. Und das war's dann auch schon mit dem Deckprofil an sich. An sich kann ich euch noch eine kleine Combo zeigen, damit ihr so einigermaßen wisst, wie das Deck so gedacht ist von der Spielweise her. So, wenn wir dann einfach mal durchmischen, gucken wir ja mal, was wir hier so ziehen. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Eine Todfeindflagge, ein Oviraptor, ein Chaos Space, eine fossile Grabung und ein Gebrüll. Okay. Dann gucken wir mal, was wir damit Schönes machen können. Also, als allererstes hoffe ich natürlich, dass man alles sehen kann. Dann spielen wir natürlich erstmal die fossile Grabung, weil wenn wir den Oviraptor jetzt direkt normeln und er dann darauf einen Wailer oder eine Imp oder was auch immer er gerne machen möchte, ist das relativ schlecht. Das heißt, wir suchen uns erstmal verschiedene Saurier. Dann normeln wir den Oviraptor. Oviraptor-Effekt, ein Gegner chaint was. Verschiedene Saurier, ist das Thema durch. Und dann suchen wir uns ein Baby, dann Verschidosaurier-Effekt, specialt uns vom Deck, muss ein bisschen suchen, tut mir leid, 60 Karten, dauert nochmal ein bisschen, holt uns ein Archosaurus, Archosaurus-Effekt, schießt das Baby. Dann Archosaurus löst sich erstmal auf, gibt uns eine Pille und Baby specialt vom Deck ein Baby. Dann Oviraptor-Effekt, schießt das Baby, specialt das Baby wieder. Ich tausche das jetzt nicht aus, aber ist klar, was ich meine. Dann triggert wieder das Baby. Und das Baby gibt uns... Wo ist der kleine Scheißer? Na, da. Aelo. So. Wie gesagt, alles keine Karten, die man auf der Starthand sehen möchte. Sondern, und das ist der Grund, warum das One-Off sind. Und das ist der Grund, warum die anderen Karten Free-Off sind. So. Tap, tap, tap. So, dann können wir hier in aller Ruhe in Link Kuribo reingehen.
So, wir sind jetzt schon lange bei der fünften zusammen, aber wenn der Gegner uns in die B-Runde würde, jetzt zum Beispiel, würde ihm das nicht viel bringen, weil die Dinos sowieso unberührt sind durch den Verschido. Von daher juckt uns das nicht und ihr seht, wir haben noch genug Options, gerade Chaos Space und Gebrüll ist auch nochmal ein eigener Sayulia, wenn man unbedingt möchte. Da müssen wir echt keinen Stress schieben. Dann gehen wir mit den beiden hier natürlich in unser Needle Fiber rein. Ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen weiter nach hinten, dann sieht man nämlich mehr vom Spielfeld. Sehr gut. So, gehen wir Needle Fiber rein. Needle Fiber Effekt specialt uns natürlich Jet Synchron vom Deck. So. Ist der Field Center, Tokens, okay, passt. So, dann Needle Fiber für Linkross. Linkross gibt uns 2 Token. Kann man auch sehen, wunderbar. Dann gehen wir natürlich mit dem Token und dem Jet Synchron. Gehen wir dann Formel-Synchron rein. Dürfen eine Karte ziehen. Mal gucken, was ziehen wir denn so schön. Ist noch eine fossile Grabung. Na gut, besser haben als brauchen. Dann gehen wir mit dem Token und Formel-Synchron in Metal Marcher rein. Metal Marcher Effekt. Uns Formel-Synchron wieder. So. An sich, den Oviraptor können wir gerne noch auf dem Feld behalten. Je nachdem, was wir jetzt reinziehen. Das Baby hingegen brauchen wir aber nicht mehr, das hat seinen Zweck erfüllt. Machen wir einen Link 4 für Sayulia. Sayulia Effekt, wir ziehen 4. 1, 2, 3 und 4, okay. Ja, davon brauchen wir eigentlich nichts zu behalten. Das einzig Interessante ist höchstens für uns die Matrix. Aber die fossile Grabung brauchen wir auch nicht. Ja, wobei die fossile Grabung ist nicht verkehrt. Das können wir so oder so machen. So, wobei wir können den Goldsack mal behalten. Tun die fossile Grabung wieder rein. So. Goldsack benutzen wir jetzt ausschließlich, um Riesenrex zu specialen. Dass wenn jetzt ein Stein kommt, wie gesagt, Verschiedosaurier protectet zumindest die Dinos. Das heißt, ein Stein lohnt sich für den Gegner kein Stück. Zumindest nicht an der Stelle, würde ich behaupten. Vielleicht vorher irgendwann, aber wie gesagt, wir haben noch genug Handkarten, genug Extender, um weiterspielen zu können, selbst wenn ein Stein gekommen wäre. Für einen Dolker. So, damit ist Nibiru erstmal raus, außer er hat Nibiru unten in Permanence, aber da, dann ist das halt so, ist egal. So, dann kommt Chaos Space. Wollen wir auf die Wyvern gehen, oder? Ja, wollen wir. Chaos Space, werfen wir Gebrüll für ab. Suchen wir uns. Einen Lindwurmstrahl. Dann Effekt Sayulia, wir specialen die Matrix. Lindwurmstrahl, Vanish Gebrüll, Gebrüll Effekt. Specialt uns ein Dark. Dann Link 4. Gehen wir in die Appaloosa rein. Haben wir 3 Karten, die triggern. So. Appaloosa für 4. Und dann eben halt hier Chainlink 1, 2, 3. Matrix sucht uns eine Matrix. So, Räubern Bastel eine Kollapsschlange. Und dann suchen wir uns den einen Hawk noch. Der war ja doch gerade eben schon. Da. So. Haben wir jetzt schon 6 Monster in die Gates. Wir hätten natürlich statt Dolka auch Lagia bauen können. Haben wir aber nicht. Dann. Hawk-Effekt. Special Gebrüll wieder. Special Kollapsschlange. Banish Wyvern Buster. Special Todfeind Flagge. Banish Wyvern Buster wieder rein, sodass wir kein Minus machen, wenn wir gleich die Kollapsschlange wieder auf den Friedhof legen. Gehen wir hier in Link 2 rein.
für eine IP-Mascarina. So, dann können wir eine Pille aktivieren. Und dann bandagen wir Hyper Firebrax und irgendein Dino. Und beschwören dann vom Deck. Ja, man könnte jetzt den Tyranno nehmen. Ich würde jetzt aber dafür sprechen, dass wir den Quadlos nehmen, damit wir noch einen weiteren Negate haben. In diesem Falle gegen Zauberkarten. Dann Todfeind-Flagge-Effekt. Beziehungsweise erstmal Kollabschlange. Wir kriegen den Wyvern Buster wieder auf die Hand. Haben wir einen Starter für nächste Runde. Da. Und dann Effekt von der Flagge holen wir uns den Korridor. Wir spielen jetzt blind Going First. Wenn wir jetzt wüssten, dass der Gegner zum Beispiel Cybers oder Feen oder Drachen oder Dinos spielt oder Pyro, dann hätten wir jetzt den Enchantos gesucht, um genau das zu zerstören, um ihn davon abzuhalten, sein Deck zu spielen. Jetzt mischen wir Korridor, mischen wir Needle Fiber wieder rein. Wobei brauchen wir nicht mal, wir können auch den Aelo wieder reinmischen. So. Ja, haben wir den Aelo wieder drinnen. Dann Link 2 für die Werte Anaconda und Anaconda Effekt. Fusion rein. Fusion Effekt 1, 2, 3. Wieder rein. Und dann hast du einen Titan. So. Dann ist das so ziemlich das Endboard. Und das Schöne an diesem Deck ist, dass es das im Prinzip immer wieder bauen kann. Einfach deswegen, weil du so ziemlich alle wichtigen Karten wieder ins Deck reinbekommst. So, wenn wir dann gleich im Prinzip uns mit der Fusion in Chaos Creator suchen in der nächsten Runde, dann können wir das halt genauso wieder machen. Wir kriegen die Ressourcen halt alle wieder. So, wenn der Gegner jetzt dran ist, also wir haben einen Zauberkarten-Negate. Das hier könnte auch ein Lagia sein. Dann hätten wir sogar einen Negate für eine Summon oder Spell or Trap und natürlich vier Monster-Negates. Und mit der IP gehst du dann eben halt in Aframax rein, damit er nicht erst die Apollosa versucht rauszubaden und dann drüber zu laufen. Das entfällt wegen ist nicht. So, und Matrix halt für einen Pop von Titan. Und von daher nicht allzu verkehrt. Und ihr seht, wir haben mehr als genug Ressourcen im Friedhof, um dann die nächste Runde da ordentlich was machen zu können. Na? Das ist Tatsache nicht das Problem. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt gerne nach Oldenburg. Itemstar steht euch gerne offen. Locals finden statt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich. Schönen Tag noch und bleibt gesund.